Ja, hallo. Ja, wir sind hier wieder mal zurück in Breath of the Wild. Ja, wir haben im letzten Part uns mal ein bisschen hier am Hylia-See umgeschaut und haben ja noch den Schrein hier gelöst, haben noch auf der Brücke ein bisschen rumgeschaut, ein paar Crocs gefunden und ich dachte, dass wir in diesem Part jetzt mal anfangen, so allmählich diesen ganzen Teil mal hier abzudecken, wobei, ja, wir könnten. Wobei doch, wisst ihr was? Vielleicht erkunden wir dann doch mal diesen Teil dann. Dann sind wir, es ist alles auf der guten Seite. Ja. Cool. Dann würde ich sagen, legen wir auch mal direkt los mit der Erkundung, ne? Wobei eigentlich, na. Nee, wisst ihr was? Wir brauchen ein bisschen Struktur. Wir können ja auch gut mit unserem Pferd hierher. Dann machen wir das auch lieber so. Dann sind wir nochmal hier oben. Und. Ja. Gucken uns den oberen Teil, also die Südküste des Sees nochmal an, weil dann können wir ja sowieso das Pferd noch mitnehmen und ja, in welcher Reihenfolge wir das ja machen, ist ja eigentlich völlig unerheblich. Hauptsache, wir kriegen irgendwie alles zusammen, ne? Ja, und da ist ja auch schon ein Schrein. Das ist cool. Und hier gibt es bestimmt wieder Crocs zu finden. Ja. Können wir uns bei diesem See vielleicht nochmal umschauen? Ja, da haben wir doch einen guten Plan. Ja. Hier ist wohl ein Croc. Ob das wohl der ist, der gerade hier steht? Ja, tatsächlich. Sehr nice. Und ist da unten noch irgendwas? Oh, da fließt es ja ganz schön krass raus. Okay. Ja, dann. Gut. Oder führt die Strömung irgendwo hin? Das müssen wir uns jetzt mal anschauen. Also, Sora-Helm auf. Und hopp. Na. Nö. Das scheint nirgendwo hinzugehen. Ja gut. Dann halt nichts, ne? Aber ist da noch irgendwas? Oh. Ja, tatsächlich. Eine Truhe. Nein. Oh, scheiße. Dann eben so. Ja, zu weit weg. Dann noch mal so. Ja, jetzt kommen wir auch ran. Eine schwierig zu kriegende Truhe, wobei ja, wir hatten schon genug Truhen, die ungefähr diesem Schwierigkeitsgrad waren. Von daher machen wir da mal nicht so die Gedanken drum. Oh, aber schon was Besonderes. Ein blaues Hummerhemd. Hitzeschutz. Der Held des Windes soll dieses Hemd einst auf seiner beschaulichen Heimatinsel getragen haben. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Auf seiner beschaulichen Heimatinsel. Das könnte eine Anspielung auf den Wolkenhort in Breath of the Wild sein. Und ich bin ja erst nicht schlecht überrascht, wie viel Sidequests, so EX-Quests, wir eigentlich jetzt schon so lösen, ne? Ohne sie überhaupt erst freigeschaltet zu haben. Aber cool, kriegen wir noch ein paar Sidequests nebenbei gelöst. Kann man doch eigentlich nur von profitieren. Ja, nur so haben wir uns das natürlich nicht vorgestellt. So, jetzt aber erstmal Krogmaske an. Ja. Ja, es reißt jetzt. So. So. Gut.
Hier sollen Grog sein. Okay. Ja, müssen wir mal schauen, ne? Nö, hier nicht, ne? Also irgendwo da oben vermute ich. Ja, wisst ihr was? Dann begeben wir uns doch mal nach oben, ne? Oh, ist das ein Kletteraufwand, ey. Na gut. Wir haben ja noch Ausdauer, mit dem wir unseren Vorrat wieder auffüllen können. Essen wir das und kriegen nochmal Ausdauer. Cool. Oh. Ach du Scheiße. Naja, jetzt haben wir leider unsere ganzen Eispfeile aufgebraucht. Yo. Yay. Ey, du schießt sogar mit Bombenpfeilen hier. Ist mit dir nicht in Ordnung. So. Hopp. Zerreißt's. Yay. So. Okay. So. Cool. Nur jetzt haben wir leider unsere ganzen Eispfeile aufgebraucht. Oh shit, ey. Naja. Gut, aber irgendwo wurde mir ein Grog angezeigt. Ja, so kann das doch auch nichts werden, Mensch. Ja, ist ja okay, ist ja okay, ist ja okay. Schildtasche ist voll. Naja, okay. Ah. Holzpfeile. Nehmen wir natürlich immer gerne. Ah ja. Da unten war also der Grog. Na hopp hier. Ja, dann halt eine krasse Waffe hier. 52. Ja, du machst schon besseren Schaden, ne? Wow. Falsches Modul. Bumm. Scheiße. Ja, fall halt runter, ne? Okay, wir sind hier am Turm des Sees. Ja. Ist das der Grog, der mir hier angezeigt worden ist? Wir schauen nach. Würde es jetzt mal so behaupten. Und ich glaube, da haben wir auch schon den Stein entdeckt. War jetzt nicht so schwer, ne? Ja. Was soll man denn denken, ne? 49. Ja, okay. Dann war das der Grog, der uns angezeigt worden ist, ne? Was haben wir hier noch?
Nichts weiteres. Ach nö. Ja, dann halt nichts, ne? Ach doch. Hier ist wieder ein Krog. Ja, vielleicht stellen wir uns mal eben auf diese Plattform hier. Oh Mann. Oh. Junge. Ja, nee. Das reißt's. So. Gut. Dann einmal aufspringen hier. Wunderbar. Da bist du. So. Okay. Okay. Naja, nö, gehen wir in diese Richtung. Schon wieder ein Krog. Ah ja. Da unten. Geronimo. Perfekt. 51. Ja. Ey, da muss man so aufpassen, ey, ne? Lasst mich einfach in Ruhe. Ja. Passt. Doch, genau. So. Und haben wir hier noch irgendwas Gutes zu finden? Oder nicht? Ja, vielleicht. So. Damit du erstmal nicht störst und du hier uns nicht weiter nervst. Kommt ihr erstmal Pfeil in eure Fresse. Und hier haben wir nochmal Exalfos-Gegenstände. Ja, da unten ist auch schon der Wald, den wir aufgesucht haben. Und hier haben wir einen Krog. Ja, tatsächlich. Nur wo ist der Felsen, der dazugehört? Ah, da ist er. Wunderbar. Jetzt müssen wir den nur irgendwie noch vernünftig dahin rollen. Ja. Dann geben wir mit dem mal ein bisschen Stasis hier. Muss man halt immer mal genau zielen, ne? Ja, das war jetzt ein bisschen blöde, aber okay. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel. Ja. Hat sogar perfekt gepasst. Wow, ist das nicht geil? Jo. Und es ist wieder schönes Wetter. Gut. Dann gucken wir uns mal hier noch ein bisschen um, ne? Ja, so im vorderen Bereich des Turms. So. Und es muss wieder essen. Wobei Spurtomelett wäre doch gar nicht mal so schlecht. Und vielleicht noch
die Fleischreisbällchen. Ja, komm. Legen wir uns nicht weiter mit denen an. Ihr seid mir so egal, ganz ehrlich. Hauptsache, ihr schenkt mir ein paar Pfeile, dann bin ich zufrieden. Ist aber auch alles, was ich an euch gut finde. Alles andere ist halt echt ein bisschen derbe und scheiße. Okay. Aber hier drüben ist nichts zu finden. Jo. Gibt es vielleicht hier noch irgendwelche Croggies? Nö. Nö, höchstens, höchstens ein paar Truhen, die man sich noch schnappen könnte, ne? Ja, was soll man sagen, ne? Das Gebiet haben ja eigentlich an sich schon ganz gut betrachtet. Ob es im See jetzt noch so viel zu entdecken gibt, ich habe keine Ahnung. Aber okay. Na gut. Dann klettern wir mal nach oben zurück. Ja. Wenn hier nichts Besseres zu finden ist, warum sich dann noch so unnötig lange umschauen? Für Crocs, ey, das ist. Naja. Eigentlich nur steile Gebiete hier. Da hat man ja wirklich nicht so viel zu finden und. Ja. Na gut. Dann würde ich sagen, wenn wir das Gebiet mal wirklich erkunden wollen, dann teleportieren wir uns mal auf den Turm hier hoch, weil dann können wir einfach zu jeder Ecke gut hinfliegen. Und ja, dann machen wir das doch mal als nächstes. Okay, wird irgendwas von Zielen gesagt? Alles klar. Gut, wo wollen wir hinfliegen? Ja, das ist jetzt natürlich eine spannende Frage. Von hier kann man mega viel sehen. Aber nicht unbedingt, wohin wir wollen. Na gut, dann starten wir mal damit, dass wir mal, denke ich, zu diesem Wald fliegen, ne? Ja. Dann mal los. Und auf dem Weg können wir ja immer noch schauen, ob wir irgendwelche Crocs oder so finden können. Oder anderes Material halt, ne? Ist ja klar. Ja, haben uns unser Pferd nicht mitgenommen, aber gut, da ist, glaube ich, wieder ein Stall irgendwo in der Gegend. Weil das Pferd, das kann man, finde ich, auch nicht so oft benutzen. Also wenn man das mal so sehen will. Wenn man wirklich das Gebiet sich genau anschauen will, dann macht es schon Sinn, dass man auch mal vom Pferd absteigen, das wirklich überall umschaut. Und hier haben wir schon wieder einen Croc, der in die Richtung zeigt. Oh Gott, wollt ihr mich verarschen? Das kriegen wir doch nie im Leben hin. Ja, es weiß nicht. Ja, wir kommen. Oh Mann.
Ja. Wir sind da. Puh. Das war ein harter Trip, aber haben wir noch gekriegt. Na gut. Alles gut gegangen. Und wir haben noch ein paar Sekunden lang ein bisschen Tempo-Bonus drauf. Ja, ich gehe eben noch mal kurz auf den Hügel und dann können wir auch für diesen Part erstmal Schluss machen. Ja. Na gut, dann würde es an der Stelle erstmal sagen, haben wir für diesen Part wieder 20 Minuten erreicht. Wir werden uns im nächsten Part mal dieses ganze Gebiet hier anschauen und gucken, was uns hier erwartet. Ich freue mich auf jeden Fall wieder auf euch, ihr auch euch, auch hoffentlich auch auf mich. Dann sage ich erstmal, macht's gut, bis zum nächsten Mal.